Hallo und herzlich willkommen zum Testbericht vom Epson EcoTank 4550. Das hier ist einer der neuesten und, denke ich mal, auch größten Tintenstrahldrucker aus dem Hause Epson. Und der hat den entscheidenden Vorteil, dass er große Tintentanks hat. Das sieht man hier an diesem Bürzel. Hier wird direkt Tinte von Flaschen eingefüllt. Also da gibt es wirklich kleine, eigentlich große Flaschen, mit denen wird die Tinte betankt. Deswegen dauert auch die in Kürze folgende erste Inbetriebnahme relativ lang bei diesem Gerät. Das lohnt sich aber, denn die Tintenkosten und die Druckkosten bei diesem Drucker sind unglaublich niedrig für einen Tintenstrahldrucker. Die Druckqualität ist, das hat sich im Test herausgestellt, durchaus sehr gut. Allerdings muss man natürlich bei der Druckgeschwindigkeit, wenn man Laser, Drucker, ähnliche Qualität haben will, entscheidende Abstriche machen. Umgekehrt natürlich, wenn man den Entwurfsmodus einschaltet, dann ist es eher so, als ob mal ab und zu sporadisch ein Tröpfchen Tinte aufs Papier geschmissen wird. Das ist weder lesbar noch brauchbar irgendwo in der Praxis. Macht aber nichts. Was der Drucker noch hat, ist natürlich Wireless Printing. Das Ganze funktioniert über Apple AirPrint und genauso auch über Cloud Print mit Google. Absolut anstandslos, einfache Einrichtung, hat mir sehr gut gefallen und funktioniert wirklich gut. Weniger gut gefallen hat mir daran, dass der Drucker doch sehr teuer ist. Das weiß man im Vorfeld, allerdings dann ist nicht mal ein USB-Kabel dabei. Und speziell beim Druck am Mac muss man wissen, dass ohne USB-Kabel gewisse Features und gewisse Einstellungen gar nicht möglich sind. Über nur AirPrint kann man gewisse Settings gar nicht einstellen. Ich habe zum Beispiel keinen ordentlichen Fotodruck hinbekommen. Der ist erst dann richtig gut geworden, als das Ganze über USB lief und man wirklich auch die optimalste Einstellung auf das optimalste Papier vornehmen konnte. Das ist ein bisschen unverständlich, denn wer kein USB-Kabel hat oder keines verwenden will oder kann aus irgendeinem Grund, der sollte dann doch auch die vollen Features verwenden können. Ob das Ganze jetzt an Apple liegt oder an Epson liegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist mir das einfach im Test aufgefallen. Auch aufgefallen ist mir dafür positiv natürlich, man kann auch ohne USB-Kabel wireless drucken, ein schnelles Wi-Fi vorausgesetzt. Nicht nur drucken, sondern natürlich auch scannen. Drucken ist eh klar, das funktioniert. Hier muss man auch dazu sagen, für Fotodruck und immer da, wo wirklich viele Daten transferiert werden, soll es natürlich auch ein schnelles Wi-Fi-Netzwerk sein. Grundsätzlich Druckgeschwindigkeit okay, die Lautstärke ist gut, also alles in allem ein solides Gerät. Ab und zu gab es kleine Druckdüsenausfälle am Druckkopf, das hat sich dann nach ein paar Wochen gegeben, war immer auch mit dem Reinigungsprogramm schnell zu lösen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das öfter passiert oder nicht öfter passiert. Es ist natürlich ärgerlich, wenn eine Düse ausgefallen ist und man druckt ein Foto und dann kommt es vielleicht zu Streifenbildung. Muss man auch dazu sagen. Ebenfalls sehr gut gefallen hat mir übrigens auch die wasserfeste Tinte. Ich habe das an einem Epson Premium Glossy Papier probiert, habe das ins Wasserbad gelegt, habe mit den Fingern drauf gerubbelt. Da ist kein Tropfen Tinte rausgegangen, das sieht selbst nach dem Abtrocknen aus wie am ersten Tag. Wirklich, wirklich toll. Das Gerät kann eben, also wireless, das Gerät kann kopieren, scannen, faxen, hat einen Ethernet-Anschluss, das heißt, man kann ihn auch als richtigen Netzwerkdrucker verwenden. Duplex eine, das ist bei diesem Modell ebenfalls eingebaut, sprich beidseitiger Druck, alles kein Problem. Es gäbe sogar beim Scanner die Möglichkeit, dass man auch da einseitig auf doppelseitig macht. Muss natürlich dann dauert natürlich dann etwas länger, aber grundsätzlich sehr solide. Absolut nicht gut gefallen hat mir allerdings die Tatsache, dass das Gerät hier mit diesem Bedienpanel sehr, sehr klassisch unterwegs ist. Ein paar Tasten grundsätzlich ist kein Problem, nur wenn ich ein Wi-Fi-Passwort eingeben will und ich muss das auf einem Bedienfeld machen, das noch vor T9-Texteingabe war, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, ich habe vor 3 oder 4 Jahren bei einem kleinen, billigen HP-Drucker schon ein zumindest resistives Touchscreen-Display gehabt, das die Bedienung definitiv vereinfacht. Warum also hier ein dreizeiliges Text-Display mit Pfeiltasten und OK? Das macht das Ganze nicht einfacher und das ist einfach wahnsinnig mühsam in der Praxis. Alles in allem aber ein solides Gerät, ein guter Drucker. Wenn man sich mit dem Nachfüllen aus einer Flasche in die Tintentanks, das seht ihr jetzt gleich, anfreunden kann, wirklich auch ein sehr günstiger Drucker im Unterhalt. Und wer das Ding tatsächlich im Small Office oder im Home Office verwendet, der wird wirklich seine Freude haben, denn die
Druckkosten sind unglaublich gering, die Qualität ist okay, die Geschwindigkeit ist okay und man hat sicher nach ein bis zwei Jahren dann die Kosten, die Anschaffungskosten und die hohen Kosten für den Nachkauf von Tintenpatronen herinnen. Die Flaschen, mit denen nämlich der Drucker befüllt wird, ist quasi ein Flaschenkind, darf man das sagen? Die sind sehr günstig. Also ich glaube 20 Euro habe ich es gesehen bei Amazon, könnt ihr eine Flasche kaufen. Im Vergleich, das ist glaube ich 21 Mal billiger als eine Tintenpatrone für den vergleichbaren, für den HP-Drucker, den ich Jahre im Einsatz hatte. Jetzt geht es also weiter mit der ersten Installation. Dann zeige ich euch noch den Scanner. Das Menüsystem gibt es auch einen kurzen Clip da drinnen und alles weitere gibt es wie immer nachzulesen auf www.macmaniacs.at. Da gibt es den üppigen und ganz, ganz großen ausführlichen Testbericht zum Epson EcoTank ET4550. Viel Spaß! So, jetzt wollen wir also den Epson EcoTank 4550, das ist übrigens die Variante mit der Duplex-Einheit, es gibt auch noch eine, die ist etwas günstiger ohne Duplex-Einheit, bei dem Betrieb nehmen. Ich habe mir die Quick-Start-Anleitung kurz angesehen, da muss man eigentlich jetzt nichts Besonderes beachten, außer Gerät ist ausgesteckt, also nicht mit dem Stromnetz verbunden, ausgeschaltet logischerweise auch. Und als erstes soll man die Tinte einfüllen. Da ist wichtig, und das steht in der Anleitung, man soll eine komplette Flasche einfüllen. Hier ist mit dabei natürlich zwei Sätze, und das hat mich verwundert, das finde ich ganz, ganz toll, nämlich zwei Sätze schwarze Tinte und auch zwei Sätze der drei Grundfarben. Man soll die ganzen Flaschen jeweils in diesen Tank hier auf der Seite einfüllen. Da gibt es eine große Klappe, die macht man auf. Und entsprechend werden wir das jetzt einfach mal tun und jeweils diese vier Flaschen in die Tintentanks einfüllen. Und ich bin da irgendwie jetzt absolute Tintentank-Jungfrau und werde mal schauen, wie das so funktioniert und ob es klappt. So, also, man muss hier also als erstes mal mit dem Joxid dabei Stöpsel da oben packen. Das macht man für alle Tanks, die es hier gibt. Das ist ganz gut, die haben so ein kleines Bändchen hier. Und damit kann dieser Stöpsel nicht verloren gehen. Das ist ganz wichtig natürlich, damit die Tinte nicht austrocknet. Natürlich muss man das auch nachher dann wieder drauf tun. Ich fange jetzt einfach ganz hinten an. Hier, die sind eingeschweißt, dass nichts passieren kann. Haben so eine kleine Perforation, damit man die möglichst gut aufkriegt. Das ist also die gelbe Farbe, hier gut erkennbar. Man knickt also nun diesen oberen Dingsbums ab, dieses Nüpsel da, und die Flaschen sind auch noch einzeln mit so einer Folie abgesichert. Das heißt, auch diese Folie jetzt hier auffummeln. Ich stelle das mal auf, wir wollen ja nicht, dass der ganze Raum hier eingesaut ist. Es geht ziemlich schwer ab. So. Gelb bin ich schon mal an den Fingern. Also vielleicht hier meinerseits der Tipp, könnte ganz praktisch sein, eventuell Handschuhe zu verwenden, sofern ihr damit genug Gefühl habt. Man schraubt also logischerweise jetzt wieder diese Flasche zu. Und jetzt muss die gesamte Flasche in den Tintentank. Hier ist ganz vorne der schwarze Tank, dann folgt der Zyan, Magenta und Gelb. Also Gelb ist ganz hinten. Man setzt es also jetzt hier an, ganz langsam. Und das ist auch so gemacht, dass die Flasche nicht zu tief eingeführt werden kann. Man drückt jetzt etwas und füllt die Tinte hier ein. Das dauert ein Weilchen. Man sieht dann ganz schön, hier auf der Seite ist nämlich ein Sichtfenster und an diesem Sichtfenster sieht man, wie voll die Tinte gefüllt wurde. Und Epson ist da ja schlau und entsprechend passt natürlich genau eine dieser Flaschen als eine Füllung. Das heißt, hier haben wir diese Flasche, die wird dann natürlich entsorgt. Und als nächstes wird der Stöpsel wieder aufgesetzt, damit die Tinte auch nicht austrocknet. Als nächstes die rote Farbe.
Umkippen und auch die blaue Farbe rein in den Drucker. Ich finde das persönlich, ich finde es richtig toll, dass man das so schön an der Seite hier sieht, dass man hier richtig schön sieht, wie viel Tinte noch im Drucker drinnen ist. Ich muss den Drucker natürlich wieder zu Epson zurücksenden. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache mit der Tinte da drinnen. Denn auf der Verpackung steht, man möge doch nach Möglichkeit das Leerdrucken. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich so viel Papier hernehmen soll, um diese Tintentanks hier leer zu drucken. Im Testzeitraum. Wir werden es sehen. Also auch hier wieder den Stöpsel zumachen. Quick Check. Ein bisschen rot ist auch hier, aber bis jetzt nur gelb. Und jetzt folgt natürlich noch die Größe, der ist riesengroß, also man sieht es hier auf der Seite. Dieser schwarze Tank ist wirklich um einiges größer als die anderen Farben. Schön ist auch hier, dass diese Plastikfolie da so Einschnitt hat, damit man das möglichst problemlos aufkriegt. Wir holen uns also die schwarze Flasche raus. Die schwarze Tinte ist eingefüllt, der Stöpsel ist drauf, Klappe zu, Affe tot. Damit ist der Drucker jetzt quasi fast betriebsbereit. Das heißt, ich mache das hier jetzt mal sauber kurz, beziehungsweise tue ich diese ganzen Flaschen entsorgen, hol Papier und dann bin ich gleich wieder für euch da und dann fahren wir fort mit der Ersteinrichtung vom Drucker. Jetzt also das erste Mal einschalten hier. Schauen wir, was passiert. Ja, ich kann also jetzt eine Sprache auswählen. Englisch, Estländisch, Somi, Français, Deutsch. Okay. Ich stelle eine Region ein. So, ich zoome jetzt für euch da mal ran. Deutschland. Wir bleiben bei Deutschland, würde ich mal sagen. Okay. Sommerzeit ein oder aus haben wir nicht. Datumsformat Tag, Monat, Jahr passt auch. Datum festlegen. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Test hier starte, den 9. Gut, das war es nicht. Ihr merkt schon, da gibt es irgendwie so leichte Probleme. Vielleicht muss man die Zahl eintippen. Ja, man tippt die Zahl ein. 9.2.16. Na gut, okay. 24 Stunden Zeitformat. Die Uhrzeit ist jetzt 17.38 Uhr. 17.38 Uhr. Ist natürlich deswegen wichtig, weil der Drucker auch faxen kann. Ich drücke also jetzt hier Start. Ich soll ihn nicht abschalten. Ja, und da ich euch nicht noch weiter mit Einrichtungszeremonien hier quälen will, ein kurzer Blick aufs Menüsystem des EcoTanks. Man sieht, es ist relativ rudimentär. Gibt jetzt einerseits nicht wirklich Rätsel auf, allerdings muss man auch erkennen, dass diese kleinen Pfeile neben dem Texteintrag immer anzeigen, was man machen kann. Sprich, Pfeil nach rechts heißt, okay, ich muss rechts drücken, damit ich in die Papiereinstellungen komme und Pfeil oben, nach oben und nach unten kann ich dann verschiedene Papiersorten oder Größen auswählen. Das zieht sich durchs ganze Menü, das ist aber einfach nicht wirklich ergonomisch. Ich meine, warum muss ich rauf und runter drücken, um die Anzahl einzustellen? Geht zwar am Tastenfeld auch, aber Diese Art von Bedienung für einen Drucker in der fast 500-Euro-Liga ist einfach nicht zeitgemäß. Man muss sich da wirklich durchs Handbuch tigern und nachlesen, was ist jetzt wirklich gemeint, was bedeutet welche Einstellung mit hoch, mit runter, mit langer Kante, kurzer Kante und so weiter. Das ist nicht wirklich selbsterklärend. Auch die Qualität und so, ja klar, Text und Bild opt, ja, optional, optimal, ja, vermutlich ist optimal gemeint, aber das weiß man ja nicht so genau. Ne? Man kann ja nicht alles im Vorfeld wissen. Man kann die Trockenzeit beeinflussen, die Dichte der Tinte und so weiter. Das ist natürlich aber alles irgendwie abstrakt, wenn man das Gerät eigentlich noch gar nicht so gut kennt. Und man sieht auch hier, anstatt dass große Tasten verwendet wurden, um zum Beispiel das Scannen oder das Kopieren auszuwählen, muss man das auch über das Menü machen. Das ist nicht sonderlich toll. Hier könnte man zum Scannen zum Beispiel als Ziel den Computer auswählen. Grundsätzlich eine gute Idee, wenn es denn auch zuverlässig funktionieren würde. Mein Mac sagt aber ständig, dass nichts funktioniert, weil gerade irgendwas belegt sei.
Es ist also nicht wirklich zielführend, einen derartig hochwertigen Drucker mit einem derartig rudimentären Menüsystem auszustatten. Auch dieser Sparmodus ist die Frage, bezieht er sich auf Tinte, bezieht er sich auf Strom oder beides? Man muss wirklich ständig nachlesen und das finde ich einfach schade, denn ein kleines TFT-Display, auch wenn es vielleicht nicht mal kapazitiv gesteuert worden wäre, sondern mit einer resistiven Touch-Eingabe, hätte hier schon Abhilfe schaffen können. Grundsätzlich also ein guter Drucker, allerdings finde ich seitens Epson nicht wirklich zu Ende gedacht. Irgendwie schade, mit so einem Tastenwirrwarr da leben zu müssen. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es einfach unten in die Kommentare unter dem Video oder natürlich in die Kommentarfunktion auf www.mcmanix.at. Wünsche, Beschwerden, Anregungen werden gern gesehen und natürlich nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, bitte unbedingt Daumen hoch, positiv bewerten und gerne auch das Video teilen. Bis bald. Ciao, ciao.